Dieses direkte, tiefe Spüren passiert nur in der Gegenwart. Also das ist, Spüren ist an die Gegenwart gekoppelt. Man kann nicht außerhalb der Gegenwart spüren. Ich freue mich, euch dann persönlich zu sehen, einerseits im Zoom-Call oder eben auch bei den Präsenztagen, wo wir noch viel miteinander arbeiten werden. Für sich selber eine gewisse Form von Achtsamkeit zu haben, beobachten, Zeit für sich sozusagen zu haben, Emotionen auch wirklich betrachten zu können, um sie nicht ungesehen zu lassen. Was wir machen, ist, dass wir Emotionen auch uns wirklich anschauen.